Cream Buddy. Wehgetan, aber das musste sein. So konnten alle sehen,
stieß an die Wasseroberfläche und setzte sich auf einen Stein, der aus dem Wasser ragte. Von dort aus konnte sie sehr gut ein Schiff beobachten. Ja, und was sie sah, verzauberte sie direkt. Auf dem Schiff feierte ein 16 Jahre alter Prinz seinen Geburtstag. Oh, welche Prunke, welche Freude, welch ein Fest. Ja, aber die Freude, die dauerte nicht lang an, denn ein Sturm näherte sich. Ja, und das Schiff gerät in Seenot. Was die kleine Meerjungfrau wusste, ist, dass die Menschen nicht unter Wasser atmen können. Ja, und als der Mensch, der Prinz, ins Wasser fiel, weil das Schiff kenterte, also das heißt, es kippte um und drohte zu sinken. Ja, er hatte sein Bewusstsein verloren. Sie schnappte sich den Prinzen und schwamm mit ihm bis ans Ufer. Am Ufer angekommen, wartete sie so lange, bis er wieder sein Bewusstsein erlangte und bis sie jemanden gesehen hat, der ihm half. Dann verschwand sie schnell. Ja. Oh, sie hatte sich Hals über Kopf verliebt. Von dem Tag an schwamm sie jeden Tag vom Meer aus in einen Kanal, der bis zum Schloss ging. Und von da aus konnte sie sehr gut ins Schloss gucken und den Prinzen beobachten. Oh, jeden Tag schwamm sie hin und schaute nach ihm. Bei den Meermenschen ist es so, dass die 300 Jahre alt werden können. Aber wenn sie sterben, dann werden sie einfach zu Schaum. Ja, die lösen sich auf. Bei den Menschen ist das so, dass wenn sie sterben, die werden vielleicht, die schaffen ihre 100 Jahre, aber wenn die sterben, dann haben die eine unsterbliche Seele. Ja. Und jedes Meerwesen weiß, wenn ein Mensch und ein Meerwesen sich verbinden, dann geht ein Teil dieser unsterblichen Seele auch auf den Meermenschen über. Aber die Menschen, die ekeln sich ein bisschen vor den Flossen. Ja, deswegen geschieht sowas nur sehr, sehr selten. Ja, nur das so am Rande, denn das spielt eine große Rolle noch in der Geschichte. Ja, die kleine Meerjungfrau war so verzaubert von ihrem Prinzen, dass sie alles tun wollte, um seine Liebe zu gewinnen. Die kleine Meerjungfrau konnte an nichts anderes mehr denken als an ihren Prinzen und wünschte sich so sehr Menschenbeine. Ja, deswegen schwamm sie dann eines Tages zu der Meerhexe, denn die konnte zaubern. Als die kleine Meerjungfrau ihr ihren Wunsch vorgetragen hatte, da warnte die Meerhexe sie und sprach: Wenn du das, was die Menschen schöne Beine nennen, haben willst, das kann ich dir durch einen Zaubertrank beschaffen. Aber sei gewarnt, das tut weh, als wenn dir jemand einen Messerstich verpasst. Ja, und wenn der Prinz sich nicht in dich verliebt, sondern eine andere heiraten sollte, dann wirst du am nächsten Tag nach der Hochzeit sofort zum Meerschaum werden und sterben. Und bis dahin ist es so, dass jeder Schritt, der sieht von außen, andere werden sehen, oh, wie anmutig, du wirst wunderschön tanzen können und laufen können, als wenn du schweben würdest. Aber jeder Schritt wird dir wehtun, als wenn du auf Messern laufen würdest. Ja. Die Meerjungfrau, die haderte mit sich, denn das ist schon ein großes Opfer. Aber sie war so verliebt und so vernarrt in den Prinzen. Deshalb willigte sie ein. Erst dann kam die Meerhexe zur Bezahlung. Sie sprach: Wenn ich dir den Trank braue, dann musst du mir was vergeben. Und zwar deine Stimme. Die kleine Meerjungfrau willigte ein. Oh. Noch bevor die Meerhexe den Trank braute, schnitt sie ihr die Zunge ab. Und sie konnte nicht mehr sprechen. Ja. Die kleine Meerjungfrau bekam den Trank, schwamm an die Oberfläche. Und als sie oben war, trank sie und fiel in Ohnmacht. Ja, als sie wieder aufwachte, verspürte sie ein Stein.
Messerstich. Ja, genau so, wie die Hexe sie gewarnt hatte. Und als sie so da lag am Strand, sah sie an sich hinab. Natürlich war sie nackt, denn sie hatte ja als Meerjungfrau keine Kleidung an. Schnell bedeckte sie sich mit ihren Haaren. Ja, und da kam auch schon der Prinz. Er ist da lang gelaufen am Strand und hat sie gesehen. Schon trug er sie ins Schloss und hatte Mitleid. Ja, und er kümmerte sich ganz zauberhaft um sie, gab ihr die schönsten Kleider. Sie durfte im Schloss wohnen. Und weil sie nicht sprechen konnte, ja, konnte sie ihm nicht erzählen, weshalb sie da war. Aber trotzdem verstanden sie sich irgendwie gut. Alle im Schloss bewunderten und beneideten sie wegen ihrer Schönheit und wie sie tanzen konnte, als wenn sie schweben würde. Ja, doch abends, wenn alle schliefen, ging sie die Marmortreppe hinunter zum Meer und kühlte ihre Füße im Meerwasser, denn sie brannten wie Feuer, weil sie den ganzen Tag darauf gelaufen ist und jeder Schritt wie auf Messern war. Jeden Tag hatte der Prinz sie immer lieber. Doch zu ihrem Leid behandelte er sie wie ein Kind, das er schützen wollte, und nicht wie eine Geliebte. Der Prinz sollte nämlich die Prinzessin vom Nachbarskönigreich heiraten. Und die Hochzeit wurde schon arrangiert. Ja, die kleine Meerjungfrau konnte ihm nicht sagen, dass sie so litt und dass sie all das nur für ihn auf sich nahm, aus Liebe. Ja, davon wusste er nichts. Und so war es, dass die Hochzeit ausgerichtet wurde und sie auf einem Schiff die Hochzeit feierten. Ja, die ganze Hochzeitsgesellschaft war anwesend. Als alle auf dem Boot schliefen, war nur noch die kleine Meerjungfrau draußen und ja, schaute aufs Meer und weinte, denn sie wusste, dass sie am nächsten Tag zum Sterben würde und zu kaltem Schaum sich verwandeln würde. In dem Moment tauchten ihre Schwestern auf. Aber die sahen ganz anders aus, kahl geschoren. Sie erzählten ihr, dass sie zu der Meerhexe geschwommen seien, um ihr zu helfen. Die Meerhexe willigte ein und hatte eine Lösung. Zum Tausch mussten sie ihre Haare abschneiden und dalassen. Die Schwestern erzählten ihr, bevor die Sonne aufgeht, musst du diesen Dolch deinem geliebten Prinzen ins Herz stoßen. Wenn das warme Blut über deine Füße fließt, dann werden sich die wieder in Flossen verwandeln und du hast noch 300 Jahre zu leben, bevor du zu kaltem Meerschaum wirst. Die kleine Meerjungfrau ging ins Schlafzimmer, beugte sich über das schlafende Brautpaar. Sie küsste ihren Prinzen auf die Stirn und schleuderte das Messer ins Meer. Bald darauf ging die Sonne auf. Ja, und die kleine Meerjungfrau wurde ganz durchsichtig und verwandelte sich in eine Tochter der Luft. Ja, sehr tragisch, aber so geht die Geschichte. Ein Akt der wahren Liebe. Wie konnte sie nur ihrem geliebten Prinzen etwas antun?